Und heute besuchen wir Freunde auf ihrem Gestüt. Und zwar ist das das Curly-Gestüt Wolf. Und da Vici ja momentan so ein bisschen Probleme im Rücken hat, haben wir hier heute einen ganz tollen Termin, weil wir haben einen Sondertermin bei der lieben Linda Tellington-Jones. Und was viele ja nicht wissen, sie macht nicht nur Pferde, sondern auch Hunde mit ihren Touches. Und da sind wir mal sehr gespannt, was Linda bei Vici so alles findet. Well, the schlimmste is the sea, the gegen das Seat. And then das drückt am Rücken, jedes Mal. Now, ich möchte jetzt drücken, aber dann guck die Halter von unten. See, it's just, there's a girl. So, ich bring mein Daumen auf eine Seite und die Wirbel ist over here. Very good girl. Ich zeige noch hier. This is ein leichter Druck, aber ich mag das, so dass du das spüren kannst. Da ist der Knoten drauf. Da drauf ist die Verspannung. Ne? Ja, schön. Soll ich mal vorne gehen, dass es stehen kann? Ja, sehr gut. Easy girl. It's okay. Manchmal ist es so interessant, wie nur ein bisschen. Oh, vielleicht 3-4 Minuten am Tag mit einem ganz leichten Druck. It's so light. It's not ein Signal. Oops. Wait, girl. That's what they're good. And I see that. Easy. And it's good. See, it's not so sure here. Sorry, girl. Sorry. Knutschi. Good girl. Yes. Good girl. So, this heißt, pass auf. Easy. So, das heißt, statt oben, kommt von unten. Was sie hat zweimal uns gezeigt, ne? Ich habe das, lass mir zeigen, die Leichtig. It was just so. Man kann nicht vorstellen, dass das. Unangenehm war. So, ich mag die Wärme von meiner Hand. Ich möchte was tun, das nicht schaden kann. Good girl. Aber was vielleicht ein hilfreich Aufmerksamkeit bringen kann. So, nein. No, das war okay. No, sie hat das. And this is how quiet we will do it. So, ich mache das mit meinem Atem. Easy. Natürlich. Good girl. Das ist wie how light I make it. Du kannst nicht vorstellen, na, wie wenig Kontakt das ist. Aufwachen. Es ist die Grün, der Beamer ist so hilfreich für Zirkulation, aber er hat das nicht. Und so, just down the middle, like this. Ne? Ja, und probiere das, dass sie das akzeptieren kann. Das ist aber auch die Energie dann quasi in der Hand, die du überträgst in dem Moment. Ne? Also das ist sehr interessant, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass es fester ist. Ja. Das muss man wirklich fühlen. Ja, klar. Ja. Okay. Ja. Gut. Ja, aber es war sehr hilfreich. Danke. Ja. Super. Ja. Good girl.
Und wenn wir jetzt hier schon auf dem Curly gestützt sind, müssen wir auch unbedingt Fohlen gucken. Ich habe mich schon total verliebt, weil hier haben wir nämlich jetzt gerade zwei. Ein ganz süßes Hengstfohlen und ein Mädchen. Komm da nochmal her, komm da nochmal her. Und die sind so extrem süß, würde ich am liebsten in den Kofferraum packen und mitnehmen. Besonders zuckersüß. So eine süße Maus bist du. So eine besonders süße Maus. Und so aufgeschlossen, so richtig aufgeschlossen. Das ist das Mädchen jetzt hier. Und total neugierig. Total neugierig. Und überhaupt nicht Menschen fremd. Ganz im Gegenteil, sondern komplett aufgeschlossen und lieb. So wie man das dann hat. Deine Hinz ist da hinten. Ja, passiert nichts. Passiert nichts. Da sieht man das typisch an den Curlys, ne? Diese Locken. Oh, wirklich ganz, ganz tolle Pferde. Bin wieder nur am Schwärmen. Ne? Schade, das Hengstfohlen ist nicht da. Das ist gerade da hinten und spielt. Weil das hat ganz tolle Wimpern. Also extrem tolle Wimpern. Habe ich so noch nie gesehen. Mal gucken, wenn ich hinauf, was sich noch mal zeigt. Oh, wirklich ganz toll. Namen vergessen. Don? Komm, Kleiner. Komm mal, mein Kleiner. Komm. Komm mal her. Komm. Komm. Was bist du so fein? Was bist du so fein? Was bist du so fein? Sagst du mal Hallo? Sagst du mal Hallo? 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 Du bist so ein hübscher Geschenk. So tolle Wimpern, ne? So tolle Wimpern hast du. Was bist du fein? Was bist du fein? Genau, was bist du fein? Total süß, oder? Ja. Du bist ein Feiner. So, alle Fohlen geschaut. Und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Tiere füttern. Da kommt das Mädchen nochmal. Ja, du bist so eine Süße. Ja, du bist so eine Süße. Ja, so eine Süße bist du. Überall bremsen, das ist so fies. Ne? Das ist so fies mit den Bremsen. Aber liebsam, liebsam. Du musst ja nicht so aggressiv spielen. Ne? Nein, hey, wenn ich hier stehe, aufpassen, okay? Aufpassen, ja. Sonst gerade stand dazwischen. Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr mitkommen? Vielleicht habe ich mal einen Platz im Kofferraum. Quatsch, dann bin ich. Und jetzt sind wir endlich wieder zu Hause angekommen. Wenn ihr übrigens von Linda den Mitschnitt in Originallänge sehen wollt, verlinke ich ihn hier oben nochmal für alle, die es ganz genau interessiert, weil wie gesagt, das Ganze ging ja ein bisschen länger, als was ich jetzt hier in meinem Video gezeigt habe. Also hier draufklicken, könnt ihr den Originalmitschnitt sehen. Und nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Linda, dass sie sich Zeit für unsere Witch genommen hat. Und natürlich auch vielen Dank an Petra vom Curly Gestüt in Bickenbach, dass wir zu Gast sein durften und natürlich auch die Fohlen anschauen durften. Wenn ihr übrigens noch mehr über das Gestüt erfahren möchtet oder vielleicht auch generell über die Curlys, schreibt mir es gerne in die Kommentare, weil dann kann ich die Petra ja nochmal separat besuchen kommen. Oh, das war's schon wieder, mein kleines Video. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die auch mal Curly sehen wollen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.